Hat das gerade geklingelt? Was? Das ist der Golem. Wie, der Golem? Nein, das ist wirklich der Golem, der gerade geklingelt hat. Nee, nee. Das ist der Golem. Nee. Nein. Das ist wirklich der Golem. Oder was? Ist er das wirklich? Ja, das ist der. Ja, der kriegt auf die Fresse. Der hat auf mein Tennis geschossen. Lass den Golem rein! Ey, Alter, nein! Lass den Golem rein! Elias, lass den Golem rein! Er hat auf mein Teppich geschissen! Ich will gucken, ob der das wirklich ist. Wenn der das jetzt wirklich ist. Alter. Einen Moment, Leute. Junge, der steht hier vor der Tür. Junge, der Golem steht hier vor der Tür. Der steht vor der Tür. Ey, du machst den nie auf. Junge, verschwinde! Das steht wirklich der Buttergolem vor der Tür. Das ist einfach nur absolut schön. Oh, Junge. Junge, der echte Buttergolem, der war jetzt hier vor der Tür. Der ist einfach eingekommen, die Wohnung. Und ich habe gesagt, nein, du hast die Hausverbot. Und da hat er gesagt, okay, dann ist er wieder raus. Also, warte mal, ich muss ja mal gucken, dass der Max den hier rein ist. Du hast gedacht, die Kamera ist ins Bett gerichtet. Ja, was man ist guckt auf dem Bildschirm, das ist über die Kamera. Was ist denn jetzt das Segel zu dem Golem? Der hat mir auf den Teppich geschissen, da kommt der nicht mehr rein. Der hat mir auf den Teppich geschissen, da kommt der nicht mehr rein. Ey, pass auf. Bevor ich jetzt hier falsch dastehe, eine kurze Erklärung an euch. So, ich mache kurz den Chat an. So, eine kurze Erklärung. Der Buttergolem hat mir heute geschrieben. Moment. Der hat mir heute geschrieben, Max, komm ans Bild. Naja. So. Erzähl's mal. Also er hat mir heute aus der Kalten heraus geschrieben, ich kann dir anbieten, dass wir darüber reden. Da habe ich zurückgeschrieben, ich kann dir anbieten, es zu gestehen, beziehungsweise mir zu erklären, wie die Scheiße dorthin gekommen ist. Da hat er geschrieben, ich kann nur sagen, dass falls ich es war, es nicht mit Absicht getan habe. Und es würde mir leid tun. Und dann habe ich geschrieben, was heißt nicht mit Absicht, mit so einem Lachsmiley halt. Und da hat er geschrieben, na ohne Vorsatz. Da habe ich dann geschrieben, wie genau, es war ja Daumen groß und etwas weiter entfernt von der Toilette. Und dann schreibt er, keine Ahnung. Und dann noch, kann ich vorbeikommen. Also, dieser Mann soll mir erstmal erklären, wie das Stück Scheiße dort auf den Teppich gekommen ist. Und wie er es gemacht hat, weil ich lasse ihn hier nicht rein, bevor ich nicht genau weiß, wie das passiert ist. Da war wirklich ein daumengroßes Stück Scheiße auf meinem Badezimmerteppich. Und das ist irgendwo, das ist halt irgendwie auf den Badezimmerteppich gekommen. Und dieser Mann war dreimal für längere Zeit auf meiner Toilette. Und er hat es abgestritten. Und niemand anders, also der Koma-Karsten wird es bestimmt nicht gewesen sein und der Max auch nie, das traue ich Max nie zu, auch wenn er wirklich ein krankes Schwein ist, aber das traue ich denen echt nicht zu. Aber der Buttergolem, das ist so ein Typ, den traue ich das zu. So. Also wie gesagt, das geht nicht. Das war einfach ein Sch. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid übelst high. Und dann geht ihr halt nachts halt, bevor ihr ins Bett geht, nochmal richtig scheißen. Und dann sitzt ihr so auf der Toilette und dann seht ihr halt wirklich so einen braunen kleinen Klumpen auf eurem Teppich. Und ihr denkt euch einfach nur so, was zum Teufel? Und dann könnt ihr das einfach nicht fassen. Und dann geht ihr ein bisschen näher ran und dann merkt ihr erstmal, das ist wirklich ein Stück Scheiße. Und das versaut euren Abend, eure Laune und alles drum und dran. Und da braucht ihr mir nie erzählen, dass der Typ verdient hat, hier ins Hotel wiederzukommen. Er hat es nicht verdient, dann gut. Also, es ist halt nicht geklärt, das Thema. Ich will es mit ihm klären. Er soll es gestehen, dass es war. Er soll mir erzählen, wie das passiert ist, damit ich für die Zukunft weiß, okay, ich kann ihm vertrauen, es passiert nicht nochmal. Aber solange der nicht mit der Sprache rausrückt, hat er Pech. Er kann mir auch nicht das Gegenteil beweisen, dass es nicht war. Er kann es mir einfach nicht beweisen. Die Indizien sind eindeutig. Nice. Nee, Leute, das ist wirklich nie live hier, so ein Job als Hotelmanager. Man hat es ja mit Leuten zu tun, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine Frage habe ich an Cognito. Ja. Was ist denn das? Was? Joghurtflecken.
Fick dich.